Also mein Wagen, das ist das kleine Parkraumwunder. Sobald es auf der Straße ist, ist es das Stuttgart Safety Car. Das damit, da ich mit 5 km/h bis 10 auf der Straße unterwegs bin, das Tempo ein bisschen drosselt. Das heißt, Durchschnittsgeschwindigkeit dieses Fahrzeugs 5 km/h, Maximalgeschwindigkeit ungefähr 20. Fahrzeuglänge, die eines Kleinwagens, 2,60 Meter, Breite ohne Außenspiegel 1,80 Meter, Leergewicht 200 Kilogramm, tanken brauche ich nicht, bleibt also dabei. Mein kleines Parkraumwunder entwickelt sich ja auf der Straße als Stuttgart Safety Car. Das heißt, er nimmt im Straßenverkehr die hohen Tempospitzen raus und reguliert das Verkehrsgeschehen auf das menschengerechte Maß von 5 bis 10 Kilometer pro Stunde. Eine Provokation soll er nicht sein, deswegen ist er ja auch recht niedlich. Und er ist im Gegenteil eher eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, ein sinnlicher Erfahrungsraum, innerhalb dessen man darüber nachdenken kann, ob dieser Zustand, wie wir ihn jetzt hier alltäglich und nächtens wird es hier noch schlimmer, also der große Parkplatz Stuttgart statt Wohngebiet, ob das normal sein muss und auch in der Zukunft so noch soll. Ein Verkehrshindernis ist dieses Fahrzeug ja nicht. Es ist ein Verkehrsteilnehmer, wie Autos, Fahrräder, Fußgänger auch. Alles in Verkehr. Im Gegenteil, es ist historisch gesehen ein Fahrzeug, das zumindest früher massenhaft die Straßen belebt hat. Und dieser Handwagen darf nicht auf der Straße geführt werden, sondern er muss. Der Gesetzgeber befiehlt dem Fußgehenden laut § 25 Absatz 2, wenn er sperrige Gegenstände oder einen Handwagen mit sich führt, muss er auf der Straße gehen, wenn er auf dem Gehweg zu Fußgehende erheblich behindern würde. Da das mit einem Wagen dieser Größe recht schnell passiert, gehe ich, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, auf der Straße. Wenn ich im Straßenverkehr auf der Hauptstraße zum Beispiel unterwegs bin, werde ich ab und zu von der Polizei angehalten und gefragt, was ich denn da so mache. Mittlerweile wissen sie auch im Großen und Ganzen hier zumindest Bescheid. Und da weise ich sie dann mit meinem an Fahrzeugscheines statt kopierten § 25 darauf hin, dass der Gesetzgeber mich eben verpflichtet, auf der Straße unterwegs zu sein und dass ich mich deswegen eben von den Gehwegen tunlichst fernhalte. Er bietet 10 Erwachsenen oder 20 Kindern Sitzgelegenheit, wenn es am Straßenrand geparkt ist und es parkt halt mal hier, mal dort. Und ansonsten laufe ich damit zu Fuß durch die Stadt. Also wer diesen Wagen haben möchte, kann ihn entweder käuflich erwerben. Da liegt es bei ca. 5.000 Euro, je nach Lackierung und Fahrwerkskomponenten. Materialpreis liegt bei ca. 1.500, wenn man ihn selber bauen möchte. Es gibt ja Communities in verschiedenen Städten mittlerweile, die sich dafür interessieren oder ihn schon gebaut haben. Da kann man dann die Pläne anfragen und man kann ihn auch größer, kleiner bauen. Das ist also Open Hardware. Beansprucht denselben Raum wie zuvor, als ich noch ein Auto besaß, habe aber das gute Gefühl, dass jetzt eben durch diesen hohen Nutzungsgrad, durch die öffentliche, durch die Bevölkerung, mein Eigentum zu wesentlich mehr Nutze ist, als es früher der Fall war.